Hallo Freunde, ich weiß zwar nicht, wo ich das letzte Mal dran war, aber ich werde sicher was finden, was ich jetzt machen kann. Ich hatte mir sicher was ganz Geniales ausgedacht fürs nächste Mal, habe jetzt aber gerade nicht kontrolliert, was das war. Deshalb... Moment, gucke ich mal auf die Karte, um zu sehen, wo ich denn... Mordaufträge, da war was. Da war was. Ja. Die Frage hier allerdings ist gerade, hab ich... Moment, nochmal die Karte. Kann man erkennen? Nein, überhaupt nicht. Illegales Geschäft, da war, glaube ich, was. Hatte ich da nicht... Moment, nein. Kein illegales Geschäft. Hatte ich den Safe ausgeräumt, der hier eventuell stehen könnte, je nachdem. War da ein... Ja, den habe ich ausgeräumt. Sehr gut. Dann können wir den Aufzug nehmen. Ganz nach unten. Keine Sorge. Ich werde pünktlich zahlen. Hoffe ich doch. Kennen wir uns? Sie kommen mir bekannt vor. Stimmt ja, wir sind... in dieser Ecke. Wollen Sie uns etwa helfen? Oh, ich glaube kaum, dass ich euch helfen will. Ich möchte mir erstmal einen neuen Job besorgen. Und da gucken wir doch mal, was so mein Auftrag ist. Mal sehen. Hast du Lust, ein bisschen Tartaglia-Blut zu vergießen? Oh, ja, wieso nicht? Haben Sie was gegen die Tartaglias, Tessio? Freddy Nobile ist der Konziliere der Tartaglias und vermutlich ihr bester Mann. Er versteckt sich, aber angeblich vögelt er im St. Martins Hotel gelegentlich ein Mädchen. Das hatte ich doch schon gemacht. Ja, stimmt ja. Sorgen Sie dafür, dass es keine Zeugen gibt. Das war die Nummer. Ja, gut, da war ich dran. Schönerweise ist das St. Martin. Hins. Moment, ganz woanders? Wie sicher ist es da? Ich meine, wenn es dunkel ist. Nicht unsicherer als Mist. Das ist natürlich doch ein Stück weiter als, nun ja. Ich weiß auch noch, wie ich das letzte Mal nicht genug Geduld hatte, deswegen... ich mal dieses, dass ich dieses Mal genug Geduld aufbringen kann. Jetzt müssen wir nur noch den Wagen kurz wechseln, damit wir doch ein wenig schneller vorankommen. Ach, komm schon. Wieso muss der auch mitten auf der Fahrbahn fahren? Kann ich doch auch mal am Rand aufhalten. So. Mal mit Vollspeed über die Brücke in Richtung Orangenes Kreuz. Mal sehen, wie ich mich diesmal schlage. Das letzte Mal lief es ja so lala. Und naja, mal sehen. Ja, jetzt sind wir wieder zurück in Little Italy. Das sehen wir auch gleich an der anderen Straße. Auch die andere ist dunkler. Jedes Mal, warum auch immer. Könnte sein, dass es Nacht ist oder dass das Ganze im Schatten liegt. Aber nun ja. Gut, dann... Okay. Das gibt nochmal ein bisschen Wachsamkeit, ist schon klar. Moment, für das Hotel muss ich auf eine andere Straße. Da muss ich jetzt hier rechts die Straße hoch. In mein eigenes Hotel, glücklicherweise. Autsch. Das war nicht so gut. Aber okay. Ist ja nicht so wild. Solange ich meine eigenen Leute nicht über den Haufen fahre, ist alles okay. Dann, wo war das? Im Keller war das doch, genau. C. Ah, C. Ah, okay.
Dann wollen wir doch mal gucken. Ich frage mich gerade, wo ist der Kerl? Dann könnte ich ja... Runter, Maria! Es gibt keine Zeugen. Jetzt wollte ich nur mal... Hätte ich mich da... Ja, keine Zeugen. Das Problem ist, wenn es keine Zeugen geben soll... Dann... Hä? Heißt das alle nur umbringen oder was? Töten Sie Freddy Nobile. Mordauftrag ausgeführt. Respekt 3500, Geld 4000, Bonusbedingung erfüllt. Respekt 35.000, Geld 20.000. Nett. Nett. So, jetzt kannst du wieder normal gehen. Hallo, kannst du wieder mal... Aha. Sehr schön. Das eigentlich öffnen? Nö, kann man nicht. War hier ein ich wollte schon sagen Handy. Wir hatten hier schon in der Zeit ein Handy. Ein Telefon hat geklingelt, aber ich vermute, dass das eher hier in der Lobby war. Naja, aber zuerst geht's auf Fähigkeiten und Waffen. Und da gucken wir doch mal, was wir als nächstes bekommen. Höhere Zielgeschwindigkeit, Upgrade 2 plus 50%, das ist doch schon mal sehr schön, dann fokussiert er besser. Story, jetzt wollte ich erst nochmal gucken, ob es vielleicht einen weiteren Mordauftrag gibt, weil die sind recht lukrativ. Wieder derselbe Ort. Dann wollen wir doch... den Auftraggeber nicht warten lassen, denn die Aufträge sind ziemlich lukrativ, was das Geld und die Erfahrung angeht. Und wo findet man denn schon so Aufträge, die beides sind? Entweder geht es dann ums Geld oder um die Ehre, nicht um die Erfahrung, sondern um der Ehre in dem Fall. Von daher, nun ja. Mal sehen. Vielleicht haben wir ja diesmal auch einen etwas schwierigeren, als es darf keine Zeugen geben, was heißt, ich muss alle erschießen. Aber, naja. Mal sehen, einfache Aufgaben sind auch nicht schlecht. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob ich die ablehnen würde, weil dann kommt man schnell zur Kohle und so weiter. Also das ist wirklich nicht so, nicht so schlecht, würde ich sagen. Ich meine, wie schnell kommt man denn sonst an Kohle ran? Ich meine, drei Leute erschießen ist jetzt nicht wirklich so schwer hier, zumindest im Spiel. In Wirklichkeit natürlich gilt wieder, nachmachen sollte man das Ganze nicht, aber solange ihr noch in annehmbar geistigem Zustand seid, solltet ihr das eigentlich selbst wissen, dass man Leute nicht so einfach erschießen kann oder so anders erdrosseln, erschlagen, in die Luft springen, mit Molotow-Cocktails abbrennen oder so. Also das ist, nee, das sollte man nicht machen. Bestimmt nicht. Gut, dann fragen wir doch noch mal. Du musst mir einen letzten Gefallen tun. Was sagst du? Einen letzten? Schade, aber... Sie sind so nervös. Ist alles okay? Dein letztes Ziel ist Johnny Tartaglia, Don Tartaglias Sohn. Brich in seine Festung ein und erledige ihn, bevor er das, was von den Tartaglias übrig ist, gegen uns in die Schlacht führt. Oh. Okay, Johnny Tartaglia ist der Capo Decina der Familie. Nach dem Tod ihrer Consiglieri ist Johnnys Einfluss innerhalb der Familie gewachsen. Wenn sie nichts unternehmen, richtet er unter den Corleones ein Blutbad an. Halten Sie ihn auf, bevor er seine Pläne in die Tat umsetzt. Belohnung $4000. Bonusbedingungen lassen die Johnny brennen. Das heißt, ich brauche meine Molotow-Cocktails. Und dafür gibt's 20.000, was 22.000 insgesamt sind. $65 für mich. Dankeschön. Sind
Das sind nette Zusatzeinnahmen für mich. Ich meine, ich kriege ja schon recht viel Geld, aber Zusatzeinnahmen schaden da nie. Von daher... Schwachkopf! Ja. Gut, mal sehen, wo Johnny Tartaglia ist. Oh, Moment. Bevor ich irgendwie was in den Sand setze, weil das klingt nach einer Mission, die nicht unbedingt beim ersten Mal funktioniert. Eine Festung einbrechen ist da immer so eine leicht heikle Angelegenheit. Von daher... Oh, danke schön, dass du die Tür aufmachst. Genau, Aufzug und ab in mein Zimmer zum Schlafen. Ne? Also besser zum Speichern, denn schlafen kann man hier ja nicht wirklich. Deshalb würde ich mal sagen, auf geht's. Keine Sorge. Niemand erfährt was, Sally. Schick. Der Wagen steht immer noch da. Wie vermutet, wenn ich den Wagen ramme, habe ich Einfluss auf ihn genommen und er bleibt da stehen. War so eine Vermutung von mir. Hätten natürlich auch falsch sein können, hätte ich mir einen anderen nehmen müssen, aber okay. Es war richtig, von daher... Oh ja, jetzt wird's echt interessant. Puh, wenn ich mal wüsste, wo der wäre. Oh, doch. Richtige, naja... Die Richtung ist schon richtig, nur der Weg war gerade falsch. Deshalb... Ich bin ja im richtigen Tartaglia-Viertel. Ist schon klar, dass die hier ihre Läden aufziehen, wenn da ihr Hauptquartier ist. Von daher, ich würde gern mal wissen, wenn ich hier einen mit Molotow-Cocktails töten soll, ob der Händler, der dann direkt dabei ist, auch, das sind Tartaglias. Das sind Tartaglias. Und zwar recht viele. Bitte, töte mich nicht. Okay, was ist mit den Kisten da? Das ist einer von meinen Jungs. Aha, ein Sprengsatz mit Geld. Du Mistkerl! Nur leider kann ich davon nichts aufheben. Jemand muss die Polizei rufen. Wieso muss denn einer die Polizei rufen? Hey, ganz ruhig, Mann. Die hier könnte dir gefallen. Bombe. Ich glaube, das zählt auch zu brennen. Na, kein Bedarf. Was? Hübsch, was? Ich mach dir einen guten Preis. Ach so, Menge ein... Hat sich gelohnt für dich, Mann. Ja, wenn ich zwei einstelle und nur einen Platz frei habe, ist das irgendwie klar. Glücklicherweise... Oh, Molotow-Cocktails sind noch nicht voll. Aber das wird schon. Gut, danke, Kollege, dass du mir geholfen hast. War echt nett von dir. Jetzt mache ich weiter und, nun ja, mach einen hochrangigen Tartaglia platt. Hoffe ich doch zumindest. Hier rein? Ja, es sieht so aus, als müsste ich... War ich hier nicht schon mal lang gefahren? Nee, das war woanders. Wie man sich täuschen kann. Ach, das war die Ecke mit den zwei Händlern. Oh, oh, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Vor allem nicht, wenn die meinen Wagen direkt mehr oder weniger in die Luft jagen. Aber dieses Mal sollte ich es schaffen. Molotow-Cocktails. Habe ich ihn erwischt? Ich glaube nicht.
damit habe ich ihn erwischt. Töten Sie Johnny Tattaglia. Mordauftrag ausgeführt. Respekt 4000, Geld 4000. Bonusbedingung erfüllt. Respekt 40.000, Geld 20.000. Wow, 44.200 Apples, weil auch noch die Leute draufgegangen sind. Bedeutet, ich bin gerade eine neue Stufe hoch. Puhu. Und mal sehen. Höhere Präzision.